Alter, was geht ab, Leute? Hunger auf der Farmroute. Mal nach längerer Zeit wieder Staub machen, denn heute war Max und Monday. Und ich habe eine Menge Staub ausgegeben, nur noch 2,5 Millionen. Das ist halt echt nicht mehr vieles und wir müssen noch so viel maxen. Und ja, wir warten auf einen Kollegen, bis der aussieht und dann machen wir ein paar Glückstausche. Und seit gestern Abend hat Niantic es endlich angepasst und erhöhte Lucky Chance ist am Start. Vielleicht tausche ich auch noch ein bisschen, wenn nicht, dann tausche ich halt mit meinem Kleinen. Und dann zeige ich euch da auch nochmal die Ausbeute mit der erhöhten Lucky Chance. Bin gespannt. Yo, was geht, Leute? Ist der nächste Morgen? Und Alter, es ist so windig heute. Wind, Boost, bringt das irgendwas? Pokémon Go technisch? Wind? Nee, ich glaube nicht. Ich habe euch ein paar Lucky Tausche eingeblendet. Ich habe gestern ein bisschen getauscht, habe das Tauschlimit mal wieder ausgeschöpft. Und ja, ausgehend von der Ausbeute, die zeige ich euch gleich noch, kann man schon sagen, es ist auf jeden Fall erhöht. Der Praktikant ist aufgewacht und hat den Schalter gedrückt für höhere Lucky Chance. Normal ist er 5%. Und ich hatte 6 Luckys mir ertauschen können und jetzt habe ich halt 12. Also genau das Doppelte und laut den Berichten soll es auch auf 10% erhöht worden sein, also genau das Doppelte. Dementsprechend passt, ihr könnt tauschen, los geht's. Jeden Tag tauschen, das Tauschlimit erreichen und euch ein paar geile Luckys ertauschen. Ich blende hier nebenbei mal meine Ausbeute ein. Das Knogger ist sehr saftig, ist ein 98er geworden, sogar Attack 15. Ist ein guter Kandidat zum Maxen für Max on Monday irgendwann demnächst, weil Knogger-Rates, ich schaffe keine Knogger-Rates, komme nicht zustande. Ich wünschte, ich würde mal irgendwie auf eine Knogger-Rate-Tour gehen, Alola Knogger. Ein Shiny brauche ich noch natürlich und wie gesagt 100er, aber 98 Lucky. Knogger-Rate, ich glaube, ich kann zufrieden sein, vor allem, wie gesagt, der findet halt nie statt. Das Venufliebes ist auch saftig, Grüße gehen raus an Oksana. Wir waren McDonalds, haben uns ein Eis gegönnt, das neue Eis. Es gibt ja dieses Soft-Eis, eigentlich bisher immer nur weiß. Und jetzt gibt es auch noch Schwarz und irgendwas anderes. Erdbeer, glaube ich. Also war nicht schlecht, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und das Venus Liebes ist 96. Der Gast leider nichts Erwähnenswertes. Shinox Bock 500, wie ihr wisst. WhatsApp. Der spawnt leider zu selten. Von dem brauche ich ein bisschen mehr. Muss ich wieder bunkern und Vorrat sammeln. Hoffentlich jetzt während des Events noch. Ansonsten ein Flapterix ist zum Glück lucky geworden, aber. Nichts Brauchbares. Ja, das war so meine Ausbeute und das war es auch schon wieder mit dem Video. Nur ein kurzes Video, ich habe ein bisschen getauscht. Lucky Chance ist jetzt erhöht. Jetzt ist es halt richtig. 3 Tage zu spät. Warte, wann war das? Dienstag? Heute ist Dienstag, Sonntag? 2 Tage zu spät. Einfach 2 Tage zu spät, Niantic. Aber egal. Besser spät als nie. Jetzt können wir loslegen und eine Menge tauschen. Und Lucky Freunde kommen halt immer noch rein. Zwar nicht mehr so viele, weil offensichtlich, wie mehr es werden, desto weniger haben dann die Chance auszulösen. Auf jeden Fall super saftig, vor allem für mich als Shiny Lucky Jäger. Ausbeute und Fazit und Update zu meiner Shiny Lucky Sammlung seht ihr am Ende des Events. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Das wird heftig. Seid gespannt darauf. Das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Spaß noch mit dem Event. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.